Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie zur Vorlesung Algorithmen 2. Wir werden heute das Kapitel über maximale Flüsse abschließen und damit auch den etwas größeren Teil der Vorlesung über fortgeschrittene Graphenalgorithmen. Ich möchte, da das jetzt bei den Maximum Flow Algorithmen doch etwas über einen etwas größeren Zeitraum ging, nochmal einen ganz kurzen Überblick geben, wo unsere Reise hinging, weil wir jetzt mehrere Algorithmen gesehen haben. Wir haben zunächst mal den Ford-Farquharson-Algorithmus gesehen, der einzelne augmentierende Pfade im Residualgraphen berechnet, damit das Max-Flow-Min-Cut-Theorem kennengelernt und das wichtige Konzept des Residualgraphen, auf dem dann die ganzen folgenden Algorithmen ohnehin beruht haben. Wir haben dann gesehen, dass der im schlechtesten Fall sehr langsam ist, noch nicht mal stark polynomiell. Und haben dann mit einer speziellen Art, solche Augmentierungen zu finden, nämlich dem Dienitz-Algorithmus und blockierenden Flüssen, eine recht effiziente Variante dieses Algorithmus kennengelernt. Wir haben da auch die Technik kennengelernt mit einer Rückwärtsbreitensuche vom Ziel, sozusagen die Suche nach guten Flüssen zielgerichtet zu machen. Das haben wir dann später beim Preflow-Push-Algorithmus erstmal über Bord geworfen, aber wir werden heute den Bogen wieder zurückschlagen dahin. Die Laufzeit von Dienitz-Algorithmus war O von m mal n Quadrat, also bei dichten Graphen bis zu n hoch 4 oder bei dünnen ist vielleicht sogar noch schlimmer bis zu kubisch in der Eingabegröße, aber immerhin stark polynomiell. Und ich hatte auch schon gesagt, dass der Algorithmus in der Praxis oft ganz gut funktioniert und dann sogar annähernd lineare Laufzeit produziert. Die Analyse beruhte darauf, dass wir ja, einzelne Operationen haben und zählen, wie oft die stattfinden. Und das haben wir dann später bei Preflow-Push auch übernommen. Genau. Dann hatten wir gesehen, dass man den Dienitz-Algorithmus in Spezialfallen, insbesondere bei Kantenkapazitäten, die alle 1 sind, noch bessere Schranken zeigen kann und dass er da in der Praxis auch sehr gut funktioniert. Und dann aber gesagt, das kann noch nicht alles sein. Immer wieder augmentierende Pfade finden kann sehr langsam sein, wenn die Pfade sehr lang werden. Und wir haben uns deshalb den Preflow-Push-Algorithmus angeguckt, dessen Fluch und Segen, würde ich jetzt mal sagen, ist, dass er eine viel lokalere Sicht hat. Also dadurch sparen wir uns den Aufwand, immer gleich lange Pfade zu suchen, um nur ein bisschen Fortschritt zu machen. Wir haben das also Ganze sehr viel feinkörniger mit diesen Push-Operationen. Was wir dafür brauchten, war das Konzept des Preflows, wo wir also sagen, wir gucken uns nicht nur Flows an, sondern erlauben auch, dass zumindest während der Berechnung des Algorithmus einzelne Knoten einen Exzess haben, also mehr eingehenden Fluss als ausgehenden Fluss. Und das hilft uns halt, die Aktivität des Algorithmus dort zu fokussieren, wo man tatsächlich Fortschritte erzielen kann. Ja, die Korrektheit des Algorithmus und in einer recht indirekten Weise auch die Steuerung dessen, was es bedeutet, Fluss vorwärts zu Fortschritt zu erzielen, war über diese Level-Funktion, von der wir schon gesagt haben, die soll eine Näherung sein der kürzesten Wegedistanz zum Ziel. Aber wir haben das keineswegs irgendwie vernünftig approximiert bisher. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Laufzeitschranken hier noch nicht so toll waren. Wir hatten dann den generischen Preflow-Push-Algorithmus uns angeschaut, der im Prinzip eine einzelne Schleife hat. Und in jeder Schleifeniteration wird Push-Operation oder eine Relabel-Operation ausgeführt. Alles davon braucht mehr oder weniger konstante Zeit, wenn man absieht davon, dass man
Kanten finden muss, die zulässig sind. Und wir haben dabei auch argumentiert, dass die Suche nach zulässigen Kanten kein Flaschenhals ist. Und wir hatten die unterschieden bei den Push-Operationen zwischen saturierenden Push-Operationen, die die ausgehende Kante dann komplett saturieren, das heißt, deren Kapazität komplett ausnutzen, oder nicht saturierende, bei der das nicht der Fall ist, was jetzt erstmal langweilig klingt, aber die, so wie wir das meistens dann implementieren, die spannende Eigenschaft haben, dass sie den Knoten deaktivieren, weil sie den ganzen Exzess loswerden. Was ja auch in gewisser Weise Fortschritt ist. Aber wir müssen dann diese sehr lokalen Arten von Fortschritt, ich saturiere eine Kante oder ich deaktiviere einen Knoten oder ich relabel einen Knoten, die müssen wir dann zusammensetzen zu einer globalen Laufzeitanalyse des Algorithmus. Und das ist es, was die Analyse von Free-Push-Algorithmen interessant macht, aber eben auch nicht so ganz einfach. Genau, wir hatten dann hier so eine Beispieloperation gesehen mit 12 Push-Operationen. Korrektheit gezeigt. Und bei der Laufzeit war das so ein bisschen so ähnlich wie bei der Analyse vom D-Netz-Algorithmus. Wir haben die einzelnen Operationen gezählt, auf eine recht triviale Art und Weise. Also man muss da ein bisschen denken, aber eigentlich ist es das meiste davon trivial und auch sehr grob. Also das, die Hoffnung ist, dass das in der Praxis sehr viel weniger ist. Also Relabels können wir höchstens 2n Quadrat haben, weil wir zeigen können, dass die unbeschränkt wachsen können, nicht über 2n hinaus. Und es gibt eben nur n Knoten. Die saturierenden Pushes konnten wir auch wieder mit Relabel-Operationen in Verbindung bringen und dann insgesamt eine Zahl von n mal m saturierende Pushes zeigen. Das ist auch nicht der Flaschenhals. Die schlechte Nachricht war halt, dass der generische Preflow-Push-Algorithmus n Quadrat mal m nicht saturierende Push-Operationen braucht. Und das ist dann auch der Flaschenhals für den Algorithmus. Selbst das war nicht ganz einfach zu zeigen. Wir mussten da eine neue Technik für die Algorithmenanalyse, also für uns neu, einführen, nämlich Potentialfunktionen, die man nicht verwechseln sollte mit den Knotenpotentialen in Graphenalgorithmen, sondern das ist jetzt eher ein mathematisches Konzept, das den Fortschritt eines Algorithmus beschreibt und jetzt nicht notwendigerweise was mit Graphenalgorithmen zu tun haben muss. Das würde ich eher vergleichen mit dieser Kontomethode oder der Versicherungsmethode bei amortisierter Analyse von Algorithmen. Das ist das eher, was wir hier tun. Genau, da konnten wir mit einer sehr einfachen Potentialfunktion, die einfach die Levels aufsummiert, halt zeigen, dass die Gesamtzahl nicht saturierender Push-Operationen ON Quadrat mal M ist, indem wir gesagt haben, ein nicht saturierender Push dekrementiert dieses Potential. Das Potential ist immer größer gleich 0. Und wir konnten beschränken, um wie viel die anderen Operationen das Potential erhöhen. Und da wir wissen, wie oft die anderen Operationen ausgeführt werden, konnten wir sozusagen die Gesamterhöhung des Potentials über die Laufzeit des Algorithmus abschätzen. Und da das die nicht saturierenden Pushes ist verringern um mindestens 1, ist das dann gleichzeitig eine Schranke für die Anzahl nicht saturierender Push-Operationen. Gab es dazu noch Fragen über diese Story, die ich bis jetzt erklärt habe? Genau. Und dann waren halt diese nicht saturierenden Push-Operationen sozusagen der Knackpunkt. Alles andere ist viel schneller in dem Algorithmus. Und das wäre jetzt ein Ansatzpunkt, das zu verringern. Wie können wir die Anzahl nicht saturierender Push-Operationen verringern? Ich habe das nur erwähnt, dass wenn man die FIFO-Regel anwendet, das heißt, wir speichern die aktiven Knoten in einer First-In-First-Out-Queue, dann kann man eine verbesserte Schranke zeigen, statt n² mal m, n hoch 3. Nützt uns bei dünnen Graphen nichts, aber ist schon mal ein Fortschritt. Ist übrigens auch in der Praxis durchaus eine erfolgreiche Regel, da werden wir noch zu kommen. Ich wollte hier was zeigen, was zumindest in der Theorie noch stärker ist.
Und wo ich auch finde, dass das irgendwie ein bisschen cleverer ist. Also FIFO ist irgendwie, das macht man, wenn einem nichts Besseres einfällt. Man kann sich überlegen, dass das schon besser ist, als einen Stack zu nehmen, aber ansonsten ist es nicht so clever. Highest Level hat so die Idee, wir versuchen aktive Knoten zu bearbeiten, die möglichst weit weg sind von der Senke, einfach weil dann die Hoffnung ist, dass sich dann der Fluss weiter unten ansammelt, bevor ich ihn weiterschiebe und ich mir damit Push-Operationen spare. Und tatsächlich wollen wir jetzt zeigen, dass wir hier von diesem n Quadrat mal m bei FIFO, beim generischen Algorithmus oder n hoch 3 bei FIFO auf n Quadrat mal Wurzel m kommen für diesen Highest Level Preflow Push. Ich hatte dann ein Beispiel vorgeführt, wo man dann tatsächlich mit 9 statt diesen 12 Push-Operationen auskommt, in unserem Standardbeispielgraphen. So, und jetzt möchte ich das beweisen. Ja. Es geht jetzt im Wesentlichen darum, zu zählen, wie viele nicht saturierende Push-Operationen wir haben. Weil die ganzen anderen Operationen, da haben wir Schranken, die sind ohnehin viel besser als n Quadrat mal Wurzel m. So, jetzt fällt erstmal ein Tuning-Parameter k vom Himmel. Wir werden später sehen, dass man den auf Wurzel m setzen sollte. Ist aber für die Analyse jetzt erstmal nicht wichtig. Und wir haben jetzt eine Potentialfunktion, die nicht mehr ganz so naiv ist wie das, was wir beim generischen Algorithmus hatten. Wo man auch sagen kann, das ist vielleicht ein großer Teil der Kreativität bei der Algorithmenanalyse. Ich kann auch jetzt nicht genau erklären, ehrlich gesagt, wie man auf diese Potentialfunktion kommt. Aber was wir machen, ist, dass wir uns, statt dass wir direkt diese Distanzfunktionen aufsummieren in unserem Potential, eine Funktion D' aufsummieren, wieder über alle aktiven Knoten. Also hier ist jetzt bei beiden Varianten ist die Idee so ein bisschen, je größer das Potential ist, desto, ich sag mal, unsauberer ist dieser Preflow, desto mehr ist noch zu tun. Ja? Das ist bei der für Generic irgendwie relativ klar. Es erhöht sich mit der Anzahl aktiver Knoten und damit, wie weit weg die noch vom Ziel sind. Und jetzt messe ich die Unsauberkeit aber anders. Ich sage, D' von V ist jetzt nicht die Distanz selber, sondern wie viele andere Knoten auf gleichem Level oder weiter unterhalb sind. Das könnte man jetzt so ein bisschen so sagen, aha, das ist die Anzahl Knoten, zu denen ich noch was schieben kann oder soll. Oder, aber irgendwie nicht ganz, weil dass ich die gleich weit weg sind, mitzähle, ist hier sogar ziemlich wichtig. Vielleicht ist die Komplexität von denen gleich weit eher sowas wie die Unsicherheit dessen, wo hier überhaupt was zu tun ist. Wie auch immer, das ist eine Definition, die ich machen kann. Also D' von V ist die Anzahl anderer Knoten mit einem kleineren oder gleichen Level. Und diesen Wert summiere ich jetzt über alle aktiven Knoten. Allerdings bei dem D' von V zähle ich alle Knoten mit, nicht nur die aktiven. Und was jetzt noch mehr Voodoo ist, und auf den ersten Blick irgendwie unsinnig oder überflüssig, aber wir werden sehen, dass das relevant ist. Wir teilen diesen Wert durch unseren Tuning-Parameter k. Ja? Wir werden später sehen, warum das Sinn macht. Ein anderer Wert, der wichtig ist für die Analyse, ist D-Stern. Das ist der maximale Level eines aktiven Knotens. Na, das ist nicht so unverständlich, dass wir das brauchen, weil dieser Highest-Level-Algorithmus, der sucht sich den halt immer und macht da was. Und wir sagen jetzt, eine Phase des Algorithmus sind alle Push-Operationen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Änderungen von D-Stern. Das heißt, wenn D-Stern sich ändert, also das ist jetzt einfach nur, das ist nicht Teil des Algorithmus, sondern Teil der Analyse. Also ich beobachte jetzt einfach alle Zeitpunkte, wo D-Stern sich ändert
und fasse jetzt die Operationen dazwischen jeweils zu einer Phase zusammen und meine Analyse summiert jetzt über die Phasen. Ja? Weil da habe ich gewisse Einheitlichkeit in dem, was passiert. Wir werden sehen, worin diese Einheitlichkeit besteht. Und ich muss jetzt außerdem noch unterscheiden zwischen teuren und billigen Phasen. Und da kommt jetzt wieder unser Tuning-Parameter ins Spiel. Teure Phasen sind einfach die, die mehr als K-Push-Operationen enthalten, und billige sind die anderen. Kann ich machen. Also hier fallen jetzt schon ein paar Dinge vom Himmel. Wie gesagt, ich weiß auch nicht genau, wie man da drauf kommt, aber danach ist die Analyse dann auch nicht mehr trivial, aber nachvollziehbar. Aber ich wollte Ihnen hier wirklich mal ein Beispiel einer nicht trivialen Analyse mit Potentialfunktionen zeigen. Ja? Und wir haben hier unsere Chili, also Sie werden das jetzt nicht im Detail reproduzieren müssen in der Prüfung. Aber Sie sollten wissen, was das Ergebnis ist und das Highest Level halt bestimmte Garantien liefert. So, das ist jetzt so einer der wenigen Beweise unserer Vorlesung, der halt nicht einfach auf eine Folie passt, den ich aber trotzdem versucht habe, so aufzubereiten, dass man jeweils die wichtigen Informationen auf einer Folie zu sehen kriegt. Wir beweisen jetzt im Prinzip 5 Claims. Jeder dieser Claims werde ich jetzt auf einer Folie dann beweisen. Das heißt, der Nummer 2, der ist ziemlich trivial. Und daraus folgt dann sozusagen die Analyse. Also das ist jetzt mal eine relativ volle Folie. Deshalb lasse ich mir da jetzt vielleicht ein bisschen Zeit zu erklären, was da passiert. Die einzelnen Claims müssen Sie jetzt erstmal glauben, die werde ich aber später zeigen. Und daraus kann ich dann den kompletten Beweis zusammensetzen. Ja? Also wir werden zeigen, dass es höchstens 4n² mal k nicht saturierende Push-Operationen in den billigen Phasen gibt insgesamt. Also das ist jetzt sowieso das Kernding. Wir wollen ja die Anzahl nicht saturierender Push-Operationen zählen. Das ist nicht einfach. Deshalb machen wir jetzt eine Fallunterscheidung nach billigen und nicht billigen und lassen uns außerdem noch ein bisschen Flexibilität, was genau billig ist. Ja? So, zweite Claim ist, diese Potentialfunktion ist immer größer gleich 0. Das ist trivial. Und sie ist am Anfang kleiner gleich n² durch k. Das ist auch trivial, aber das ist vielleicht mal was zum Aufwachen. Ja, hier ist diese Potentialfunktion. Warum ist die kleiner gleich n² durch k? Genau, n² und das Ganze durch k geteilt. Nach Definition. Genau. Also das ist ausnahmsweise mal einfach. Dann haben wir gesagt, die Idee bei diesen Potentialfunktionen ist immer, man guckt sich an, welche Operationen erhöhen das und welche verringern es. In dem Fall, die es verringern, sind halt die wir eigentlich zählen wollen, diese nicht saturierenden Push-Operationen. Und die schlechte Nachricht ist jetzt, nicht alle nicht saturierenden Push-Operationen verringern das Psi tatsächlich, die Potentialfunktion tatsächlich. Aber unsere Fallunterscheidung hilft uns hier raus. Ja? Also, genau, und die anderen können es erhöhen. Also wir werden zeigen, eine Relabel oder saturierende Push-Operation erhöht den Potentialwert um höchstens n durch k. Dann viertens, es kann zumindest nichts ganz Übles passieren mit einer nicht saturierenden Push-Operation. Die kann das Potential nicht erhöhen. Also es wird kleiner oder es bleibt gleich. Und jetzt kommt der spannende Teil, der uns überhaupt hilft, da weiterzugehen. In teuren Phasen die eben Q größer gleich K nicht saturierende Push-Operationen machen, verringert sich das Potential um mindestens Q. Ja? Und das ist ganz okay, weil wir haben in 1 ja bereits beschränkt, wie viele von den Non-Saturating Pushes in den billigen Phasen gibt. Also genügt es
jetzt zu zählen, was in den teuren Phasen passiert. Und da ist es im Endeffekt so, in einer Phase mit Q nicht saturierenden Push-Operationen verringert sich das Potenzial um mindestens Q. Oder mit anderen Worten, die nicht saturierenden Push-Operationen in teuren Phasen verringern das Potenzial um mindestens 1. Ja? Das ist also eigentlich sogar genau das Gleiche wie im generischen Algorithmus, nur dass das Potenzial eine komplett anderes ist. Ja? Und wir nur die nicht saturierenden Pushes in teuren Phasen haben. So, das sind die Claims. Dann habe ich noch Ergebnisse aus dem der generischen Analyse, die wir übernehmen können. Lemma 7 und Lemma 8, da erinnert sich wahrscheinlich keiner daran, was das war. Deshalb habe ich das hier in der Tabelle nochmal angegeben. Lemma 7 beschränkt die Anzahl Relabel-Operationen und sagt, das sind höchstens 2n². Lemma 8 beschränkt die Anzahl saturierender Push-Operationen, das sind höchstens u von n mal m. Und der Claim 3 sagt, naja, diese Operationen erhöhen das Potenzial um n durch k. Also die Gesamterhöhung dadurch ist dann 2n² plus n mal m, in Klammern mal n durch k. Und Claim 1 sagt, Claim 2 sagt, dass es am Anfang n² durch k ist, das addiere ich noch. Und so habe ich jetzt eine Schranke für die maximale Erhöhung, die stattfindet und damit auch die maximale Senkung. Und damit kann ich jetzt beschränken die Anzahl nicht saturierender Push-Operationen in teuren Phasen. Das ist Claim 5. Ne? Das ist jetzt einfach dieses Ding ausmultipliziert. Also 2n² mal n durch k ist 2n hoch 3 durch k. N mal m mal n durch k ist mn² durch k und n² durch k steht hier drin. Also jetzt habe ich das alles auf einen Nenner gebracht. Also ich habe höchstens 2n hoch 3 plus n² plus mn² durch k, nicht saturierende Push-Operationen in teuren Phasen. Jetzt nehme ich Claim 1 dazu. Dann habe ich insgesamt dieser Bruch plus 4n² mal k, nicht saturierende Push-Operationen in billigen Phasen. Und damit die Gesamtzahl nicht saturierender Push-Operationen. Und jetzt kann ich verstehen, warum man jetzt ausgerechnet k gleich Wurzel m wählen sollte. Kann mir das jemand sagen, warum das sozusagen der beste Wert ist? Also ich habe hier eine Funktion, die, ja, das ist ein Polynom von n und m. Hier. Und das k tritt darin auf und da ist ein Term, da wird durch k geteilt und ein Term, womit k multipliziert wird. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn man will, sogar analytisch, indem man das nach k differenziert und gleich 0 setzt, dass für k gleich Wurzel m diese Summe minimiert wird. Ja? Und wenn ich jetzt k gleich Wurzel m einsetze, steht hier n hoch 3 durch Wurzel m. Aber n durch Wurzel m ist kleiner gleich Wurzel m. Dann habe ich also den Term durch n Quadrat Wurzel m beschränkt. N Quadrat durch Wurzel m, das ist sowieso ein unwichtiger Term, der ist ja kleiner als der. Und m mal n Quadrat durch Wurzel m ist Wurzel m mal n Quadrat. Und hier steht n Quadrat mal Wurzel m. Das ist alles, alle diese 1, 2, 3, 4 Terme sind O von n Quadrat Wurzel m. Ja? Man kann sich überlegen, dass keine andere Wahl von k einem asymptotisch irgendwas Besseres liefert. Fragen? Ja, rechnen wir mal aus. Was war das? N hoch 3 durch k. Das schätze ich jetzt so ab, dass es kleiner gleich n Quadrat mal m durch k. Also ich mache aus einen von den n's mache ich ein m. Immer in der Annahme, dass m gleich Theta n ist, weil Omega n, weil wenn ich weniger Kanten als Knoten habe, dann habe ich isolierte Knoten, die kann ich auch gleich wieder rausschmeißen. Die können zu einem Flow nichts beitragen. Ja? Diese Annahme m größer gleich n muss man irgendwie
oder Omega N muss man irgendwie ganz oft machen, sonst kommt man nicht zu sinnvollen Aussagen. Und das ist eben N Quadrat mal M durch Wurzel M. Und jetzt M durch Wurzel M ist Wurzel M. Genau, jetzt müssen wir noch diese Claims beweisen. Also, wir haben höchstens 4 N Quadrat mal K nicht saturierende Pushes in den billigen Phasen. Das ist eigentlich ganz simpel. Wir zeigen jetzt einfach, dass es höchstens 4 n Quadrat Phasen gibt. Das ist nicht so schwierig, weil sich dieser Wert von d Stern nur ändern kann bei einer Relabel-Operation. Und wir haben bereits gezeigt, dass es höchstens n Quadrat, 2 n Quadrat Relabel-Operationen gibt. Und ja, also genau, also der kann sich öfter ändern, aber er kann sich nur erhöhen. Der Stern kann sich nur erhöhen bei einer Relabel-Operation, davon gibt es 2 n Quadrat. Dann kann er sich entsprechend auch höchstens 2 n Quadrat mal verringern. Dann kriegen wir 4 n Quadrat. Ah, genau, jetzt, also wir wissen jetzt, wie viele Phasen es gibt. Und wir haben einfach definiert, eine Phase ist billig, wenn es da höchstens k Pushes gibt. Also 4 n Quadrat Phasen mal kleiner gleich k Pushes heißt kleiner gleich 4 n Quadrat mal k nicht saturierende Push-Operation. Fragen dazu? Also der ist relativ einfach. Der zweite hatten wir sowieso schon abgehakt. Der war sogar mehr oder weniger trivial. Der dritte Claim, Relabel oder saturierende Push-Operationen erhöhen das Potenzial um höchstens n durch k. Sei also, um das zu verstehen, schauen wir uns den Knoten jetzt erstmal bei Relabel. Oder ja, gucken wir uns erstmal Relabel an. Also sei V, also der Knoten, dessen Label geändert wird. Der wird ja inkrementiert. Und dann kann er jetzt schon zusätzliche andere Knoten dominieren, im Worst Case sogar alle, ja, ganz großzügig. Naja, dann sind es halt vielleicht bis zu n Knoten, die er jetzt zusätzlich dominiert. Das erhöht dann eben entsprechend die Größe dieser Menge. Aber das Ganze wird dann ja nochmal durch k geteilt, also haben wir die Veränderung n durch k. Und sonst ändert sich am Potenzial nichts. Oder ich habe das sogar überschätzt, weil es könnte ja jetzt sein, dass andere aktive Knoten den jetzt nicht mehr dominieren. Dadurch wird sich das Potenzial wieder ein bisschen verringern. Aber ich bin auf der sicheren Seite. Ja? Genau, also das, die einzige Erhöhung des D-Strichwerts, die bei einem Relabel passieren kann, ist eben für den Relabel-Node. Und da ist eine triviale Schranke n durch k. Bei einer saturierenden Push-Operation U nach W kann halt der Zielknoten aktiviert werden und dadurch dann dessen D-Strichwert in der Summe, die das Potenzial definiert, auftauchen. Aber der dominiert halt auch höchstens N-Knoten und Beitrag N durch K und sonst ändert sich nichts an dieser Summe. Fragen dazu? Also das sind alles Claims, die, wenn man sie jetzt erstmal liest, denkt man, sehr abstrakt und warum ist das so? Aber wenn man dann genau hinguckt, ist jeder dieser Claims recht leicht zu beweisen. Jetzt muss ich noch zeigen, dass eine nicht saturierende Push-Operation das Potenzial nicht erhöht. Das liegt daran, wenn jetzt der aktive Knoten V ist, von dem das nicht saturierende Push kommt, dann wird der ja deaktiviert. Das verringert das Potenzial. Jetzt muss man nur aufpassen, der Zielknoten wird möglicherweise aktiviert und das erhöht das Potenzial wieder. Aber der Trick ist, der D-Strichwert von dem Zielknoten kann niemals größer sein als der D-Strichwert,
von dem Knoten, von dem der Fluss kommt, weil wir den Fluss ja nur abwärts schieben, also bei verringernden D-Werten. Und deshalb ist die Nettoveränderung des Potenzials so, dass es höchstens nach unten gehen kann. Frage dazu. Und jetzt ganz entscheidender Claim: In den teuren Phasen verringert sich tatsächlich das Potenzial proportional zu der Anzahl nicht saturierender Push-Operationen. Dabei hilft es, dass während einer Phase halt dieser Wert D Stern für das höchste Label eines aktiven Knotens konstant bleibt. Das heißt, ich habe jetzt ganz viele nicht saturierende Push-Operationen bei einem konstanten Wert von D Stern. Ja? Das kann aber, da aber jedes dieser nicht saturierenden Push-Operationen deaktiviert einen dieser Knoten mit Level D Stern. Das heißt, ich habe am Anfang ganz viele und es werden immer weniger. Das heißt, die Zahl geht immer weiter runter. Und jetzt gucken wir uns mal den Beitrag dieser Knoten mit dem Level D Stern an für das Potenzial. Wir wissen, dass jeder davon am Anfang der Phase alle anderen in dem Level dominiert. Das ist diese Definition, dass das Definition von dem D-Strich an, ne? Da zähle ich ja alle Knoten mit einem Level, der kleiner gleich ist. Also ich zähle die mit, die auf diesem Level D Stern sind. Das ist jetzt ganz wichtig. Und ich zähle vor allem auch die nicht aktiven mit. Das heißt, ich kann jedes Mal verringert sich das Potenzial um Q, wenn ich so einen von den Knoten auf diesem Level deaktiviere. Ja? Da das Q größer gleich K ist, bedeutet das aber auch, dass selbst wenn ich das durch K teile, dass eine Verringerung des Potenzials um mindestens 1 bedeutet. Und dann habe ich diese Abschätzung: Jeder nicht saturierender Push verringert die Anzahl aktiver Knoten im Level. Deshalb ist die Anzahl hier Q. Also jeder nicht saturierende Push vermindert das Potenzial durch die Differenz zwischen dem V, und jetzt muss ich vorsichtig sein, der Zielknoten wird natürlich möglicherweise aktiviert, aber der Trick ist, der Zielknoten hat ein Level, der unter D Stern liegt. Ja? Das heißt, der dominiert diese ganzen Q-Knoten darüber nicht und deshalb verringert sich dann tatsächlich die Größe dieser Menge um mindestens Q und das ist wiederum mindestens K, also steht da größer gleich K durch K gleich 1. Fragen dazu. Ja? Also damit habe ich diese ganzen Claims gezeigt und die Argumentation eben, wie ich das dann zusammen mit der Anzahl Relabel und saturierende Push-Operationen und der geeigneten Wahl von K dann zu der Analyse der Anzahl nicht saturierenden Push-Operationen bringe. Und wenn ich das jetzt wieder zusammenbringe mit der Analyse des generischen Algorithmus, kriege ich halt die Behauptung über die Gesamtlaufzeit, weil da war die Anzahl nicht saturierender Push-Operationen der einzige Flaschenhals. Fragen dazu? So, also jetzt haben wir theoretisch sozusagen das erstmal rausgeholt, was man aus diesem einfachen Algorithmus rausholen kann. Ich werde gleich auch noch Messergebnisse dazu zeigen. Die schlechte Nachricht ist, dass das alleine noch nicht zu praktikablen Maximum Flow Algorithmen führt. Das liegt vor allem daran, ja, es liegt an mehreren Dingen. Also es liegt zum einen daran, was auf dieser Folie steht. Wir haben einen Best Case unseres Algorithmus von Omega n Quadrat. Und jetzt frage ich Sie nochmal, warum der einen Best Case von Omega n Quadrat hat. Sieht das jemand? Also ich habe hier eine Initialisierung, die läuft in Linearzeit. Ich habe hier eine einzelne Schleife, die mehr oder weniger konstante Zeit pro Iteration braucht. Vergessen Sie mal diese Suchkosten nach Kanten, da haben wir schon gezeigt, dass die kein Flaschenhals ist. Aber warum habe ich hier, egal wie gut es läuft, egal wie leicht
Problem ist ein Best Case von Omega n Quadrat. Also das Problem ist einfach dieses Inkrementieren der Distanz, des Distanzwertes. Ich habe ganz grob gesagt, ich habe n Knoten und man kann mehr oder weniger zeigen, dass man eigentlich all diese Knoten auf ein Level von n heben muss oder sogar höher, um überhaupt das Problem beenden zu können. Ja? Das heißt, ich habe hier ganz viele Relabel-Operationen, die in vielen Fällen auch völlig trivial sind und die ich eigentlich nicht haben will. Aber ich gebe jetzt zu, dass dieser, warum das Best Case ist, ist auf den Folien nicht klar. Das muss ich vielleicht nochmal checken. Aber trotzdem gibt es jetzt zunächst mal eine relativ simple Art, wie man das verringern kann. Also wenn ich jetzt tatsächlich eine Situation habe, wo der Knoten, den ich habe, da gibt es keine ausgehenden Kanten, die runtergehen. Und ich will irgendwann mal Fluss da rausholen, dann ist es irgendwie klar, dass ich mehrere Relabel-Operationen eigentlich hintereinander machen muss. Dass ich sagen muss, der Level muss um mindestens einen größer sein als der kleinste Level eines Nachbarn im Residualgraphen. Ja? Und der Trick ist, damit kann ich auch nichts falsch machen, weil die einzige nicht-triviale Invariante, die ich hier aufrechterhalten muss, ist, dass es keine Steep Edges gibt. Aber das ist genau der größte Wert, mit dem ich sicherstelle, dass es keine Steep Edges gibt. Das war nämlich gerade, ich darf nicht eine Kante im Residualgraphen haben, die um mehr als 1 runtergeht. Und das stelle ich hiermit gerade sicher und bin somit auf der sicheren Seite und habe dieses Problem gelöst, dass ich immer so ganz pedestrian immer nur einen höher mache, obwohl es klar ist, dass vielleicht ganz viele Relabels auf einmal passieren müssen. Ja? Wenn Sie das jetzt implementieren, merken Sie eigentlich nichts. Das Ganze hat immer noch viel zu wenig globale Sicht darauf, wie man überhaupt Fluss zum Ziel bringt. Aber es ist eine Komponente, die ich später brauche. Was viel wichtiger ist, ist Global Relabeling. Ja? Was man jederzeit machen kann und was man ganz am Anfang machen sollte und wo man sich das dann, ja, wie oft man es macht, sage ich gleich was dazu. Aber im Prinzip, was man jederzeit machen kann, ist, dass man sagt, anstatt dass dieser Distanzwert irgendwie eine Schätzung davon ist, wie weit es zur Senke ist, kann ich einfach, wie beim Dinitz-Algorithmus, eine Rückwärtsbreitensuche von der Senke machen und den Abstandswert auf diese Breitensuchdistanzwert setzen. Das kann ich in linearer Zeit machen. Wenn ich das jetzt immer und immer wieder mache, schütte ich das Kind mit dem Bade aus. Ja? Dann mache ich nur noch Breitensuche. Aber was ich machen kann, ist, dass ich sage, okay, ich messe in meinem Algorithmus, zähle ich irgendwie mit, wie viele andere Operationen mache ich? Oder vielleicht auch dann noch detaillierter, feinkörniger, wie viel Arbeit mache ich? Wie viele Kanten schaue ich mir an oder sowas? Und wenn das O von M Stück sind, der konstante Faktor ist jetzt wieder ein Tuning-Parameter, der aber nicht besonders wichtig ist, dann weiß ich, aha, wenn ich jetzt außerdem nochmal so eine Breitensuche mache, kostet mich das nur einen konstanten Faktor in der Laufzeit im schlimmsten Fall, kann mir aber irgendwie quadratische Kosten sparen dafür, dass ich irgendwie rumirre mit meiner Last. Ja? Und dass ich insbesondere kann ich damit eben ganz schnell Relabel-Operationen machen, die ganz schnell Knoten auf den Level schieben, den ich haben will. So, also diese Global Relabeling Heuristik, da bietet sich dann an, die zusätzlich zu machen. Die ist eigentlich die wichtigste überhaupt, wie sich dann in den Experimenten herausstellt und füllt eigentlich erst diese abstrakte Idee, dass diese Level-Funktion irgendwie eine Näherung für die BFS-Entfernung ist, füllt das erst mit Leben. Hiermit stellt man sozusagen sicher, dass es nicht irgendeine Näherung ist, sondern eine gute Näherung. Dann ist es so, wenn man sich die Details des Algorithmus anschaut, dann
Ja, man hat irgendwie eine gute Intuition davon, dass jetzt den Exzess so Richtung der Senke schieben, dass das irgendwie sinnvoll ist. Aber danach passieren noch genauso viele Operationen, bei denen man dann den Fluss auch wieder zurück, den Exzess, der übrig bleibt, sozusagen, wieder zurück zur Quelle schieben muss. Das ist aber eigentlich ein viel einfacheres Problem, weil man eigentlich weiß, wie der Fluss dahin gekommen ist. Und dann kann man das auch relativ leicht wieder rückgängig machen. Was man dann deshalb tut, ist, dass sobald ein Knoten ein Level von größer gleich n hat, weiß man, dass es keinen Pfad mehr geben kann von diesem Knoten zur Senke, weil dann hätte man Steep Edge. Das heißt, der ganze Exzess, der da noch ist, muss irgendwie zurück zur Quelle. Und man spart sich das erstmal, sich das genau anzuschauen, wie man das macht. Und macht Relabel-Operationen nur für die Knoten mit kleinerem Level, weil die sozusagen echt den Fluss noch erhöhen können. Und wenn es dann keine aktiven Knoten mehr gibt mit Level kleiner n, macht man halt sozusagen eine spezielle Operation zum Zurückschieben des Flusses. Das geht, glaube ich, in linearer Zeit, ist auch nicht besonders schwierig. Werde ich aber jetzt nicht auf die Details eingehen. Und dann gibt es noch eine Heuristik, die auch nett aussieht, die aber nur in sehr speziellen Fällen was bringt, die Gap-Heuristik. Wenn ich irgendein Level finde, der leer ist, das heißt, wo es keine Knoten gibt, die diesen Level haben, dann kann da auch nie mehr Fluss drüber gehen. Und dann kann ich sozusagen vorzeitig meine Berechnung beenden, weil dann weiß ich, okay, alles mit Levels, zumindest alles mit Levels jenseits dieses Gaps brauche ich gar nicht mehr betrachten. Da kann ich dann auch den Fluss zurückschieben und muss nur noch da unten weiterrechnen. So, Fragen dazu. Gut, das sind jetzt alles Heuristiken in dem Sinne, dass die keine beweisbare Verbesserung der Worst-Case-Laufzeit bieten. Aber in Experimenten funktionieren die ganz gut. Und da das, wie ich behauptet habe, ganz entscheidend ist für die praktische Komplexität, will ich dazu jetzt ein paar Experimente vorführen. Die sind alle aus dem Buch von Melon und Näher über Leda und da in dieser in dieser Library of Efficient Data Structures and Algorithms sind halt eine ganze Reihe von Varianten von Preflow-Push implementiert und auch diese Heuristiken. Und die haben das dann auf relativ kleinen Graphen ausprobiert, aber schon mit deutlich sichtbaren Ergebnissen. Sie haben sich insbesondere drei verschiedene, nee, sogar, fünf, vier verschiedene Familien von Instanzen angeschaut. Eine davon erkläre ich jetzt explizit, weil die relativ einfach ist. Wir haben n Knoten, beziehungsweise genau gesagt n plus 2. Wir haben also, also wir haben eine Senke, eine Quelle, eine Senke und dann haben wir n normale Knoten. Wir haben eine Kante von der Senke zu all diesen Knoten und dann von der Quelle zu all diesen Knoten und von da zu der Senke. Und dann wählt man, glaube ich, uniform zufällige. Ach nee, und jetzt wählt man nochmal m zufällige Kanten zwischen diesen normalen Knoten. Ja? Also da kann man Fluss hin und her schieben. Und was ich jetzt leider nicht mehr weiß, ist, wie man die Kapazitäten wählt. Wahrscheinlich sind die Kapazitäten hier und hier dann auch irgendwie zufällig. Aber ich weiß jetzt nicht mehr nach welcher Verteilung. Und interessant ist natürlich der Fall, wenn der hier reingehende Fluss, die hier reingehende Kapazität größer ist als die hier rausgehende. Oder sagen wir mal nicht gleich, weil dann lohnt es sich auf diesen horizontalen,
auf diesen Querkanten hier den Fluss hin und her zu schieben, um einen maximalen Fluss zu machen. Das ist jetzt keine triviale Instanz. Ne? Dann gibt es aus dem Paper von Czerkaski und Goldberg zwei Graphklassen, die meines Wissens dafür konstruiert wurden, einfache Augmenting Flow-Algorithmen schlecht aussehen zu lassen. Und dann noch eine Klasse aus einem Paper von Ahuja, Magnanti und Orlin oder aus dem Buch, aus dem Paper, glaube ich, die also alle so ein bisschen so sind, dass die versuchen, nicht ganz einfache Instanzen zu produzieren, sage ich mal. Ja. Und dann ist es schon ganz gut, wenn man mehrere verschiedene von diesen Klassen hat, dann sieht man schon ein bisschen, was wie Algorithmen funktionieren. Das Ganze ist jetzt auch mal ein bisschen ein Beispiel, wie experimentelle Validierung funktioniert im Algorithm-Engineering. Ich will jetzt an der Stelle auch schon ein bisschen Kritik äußern. Also eigentlich, was man gerne hätte, wäre neben diesen synthetischen Graphen Real-World-Anwendungen. Ne? Also es gibt ganz viele Anwendungen von maximalen Flüssen, auch damals schon. Also das ist jetzt von Ende der 90er Jahre. Aber irgendwie hat man zumindest damals es noch nicht geschafft, Instanzen tatsächlich systematisch zu sammeln. Das ist nicht unbedingt den Leuten da jetzt vorzuwerfen. Firmen sind meistens sehr zögerlich damit, einem reale Instanzen aus ihren Problemen zu geben, oft aus rechtlichen Gründen oder aus wettbewerblichen Gründen. Das Internet war damals auch noch nicht ganz so ausgeprägt. Ich glaube, inzwischen wäre es möglich, da eine etwas größere Sammlung von Instanzen zu konstruieren. Zum Beispiel aus Anwendungen wie Bildverarbeitung, wo eigentlich sehr gut dokumentiert ist, was man da machen will. Ja, also das ist jetzt eine, ich sag mal, aussagekräftige Studie, aber noch nicht das Ideale, was man gerne hätte. Trotzdem können wir daran ein bisschen was lernen. Ich habe also hier jetzt 4 Folien, jeder als eine von diesen Instanzfamilien und dann eine 5., wo die Skalierung über unterschiedlich große Eingaben nochmal angeschaut wird. Genau. Die sind jetzt alle gleich aufgebaut, die nächsten 4 Folien, eine für jede der Familien. Die Eingabegrößen sind 1000 oder 2000 Knoten und M ist als 3N Kanten festgelegt. Und ich habe immer Paare von Zeilen. FF steht für FIFO, also die FIFO-Auswahlregel für aktive Knoten. Highest Label steht für Highest Label-Auswahl und MF ist irgendwie so eine modifizierte FIFO-Regel. Dann habe ich immer eine Zeile für die kleine Eingabe und darunter eine Zeile für die große Eingabe. Und auf den Spalten habe ich ganz links den generischen Algorithmus und dann werden sukzessive Heuristiken hinzugefügt. LN macht dieses Ding, dass man Knoten, die auf den Level N erreicht haben, speziell bearbeitet. Dann LRH ist die Local Relabel Heuristik, GRH ist die Global Relabel Heuristik, GAP ist dann zusätzlich die GAP Heuristik, also das ist immer so additiv. Ich mache immer eine Heuristik dazu. Und LEDA ist dann die tatsächliche Implementierung in LEDA, die halt irgendwie offenbar noch was Zusätzliches macht, die aber auf Highest Label beruht und deshalb sind die Einträge hier immer leer. Ja? Gut. Was wir jetzt sehen für Random Graphs ist eigentlich bei allen 3 Auswahlregeln, dass ich hier einen massiven Drop habe, sobald ich die Global Relabel Heuristik reinmache. Also nehmen wir uns mal nur die allererste Zeile hier. Die Basisoperation aus 5 Sekunden für 1000 Knoten. Das ist schon ziemlich lange. Ne? Dieses N-Level-Ding ist ein paar Prozent langsamer. Da sollte man sich jetzt nicht zu viel denken. Local Relabel Heuristik spart ein bisschen 15% oder so. Na gut, nicht so spannend. Ne? Und dann bei Global Relabel geht es aber um einen Faktor, fast einen Faktor 100 runter die Laufzeit. Das heißt, da habe ich einen massiven Effekt.
Und noch spannender ist, wenn ich mir die Skalierung angucke, wenn ich die Eingabegröße verdopple, habe ich hier grob von 6 auf 36, wäre eine Versechsfachung der Laufzeit bei Basic, ne? Oder mehr als Verfünffachung. Das heißt, das sieht so aus, als ob das mindestens quadratisch wächst. Das kann man später bei dem Skalierungsexperiment noch besser sehen. Während hier bei Global Relabel ist es dann nur wenig mehr als eine Verdopplung. Also da komme ich in Richtung annähernd linearer Laufzeit. Ja? Dieses MF werde ich jetzt gar nicht mehr drüber reden. Soweit ich das sehe, ist das bei all den Experimenten nicht deutlich anders als das FIFO. Also wir unterscheiden jetzt noch FIFO und Highest Level. Und was wir sehen ist, Highest Level ist irgendwie ein bisschen langsamer. Ich habe offenbar einen zusätzlichen Overhead für diese Bucket-Datenstruktur. Aber das bringt mir nicht wirklich was in der Verringerung der Komplexität. Was noch schlimmer ist, ist, dass dann Global Relabel zwar hier auch mehr als eine Größenordnung bringt, aber nicht so viel wie bei FIFO. Ja? Also scheinbar ist Highest Level hier kein richtiger Gewinn. Allerdings ist es so, dass die LEDA-Implementierung offenbar dieses Problem teilweise wieder löst. Leider schreiben sie in ihrem Buch nicht, was die zusätzliche Heuristik von dem LEDA-Ding ist. Das müsste man sich jetzt wieder anschauen. So, Fragen bis hierher? So, also wir haben jetzt erstmal gesagt, FIFO bringt was. Global Relabel, FIFO ist gut und einfach. Global Relabel bringt massiv was. Und Gap kann man eigentlich vergessen. Das schadet nicht, aber es kostet meistens ein bisschen Overhead. Ne? Oder stimmt das? Moment. Ah, genau. Was witzig ist, ist, Gap bringt was, wenn man Highest Level hat. Ja? Dann bringt Gap was, bei FIFO bringt es nichts. Also da sieht man auch wieder, man hat eine Interaktion zwischen verschiedenen Optimierungen. Und eigentlich, oder sagen wir mal in Abwesenheit weiterer Einsicht in das Problem, müsste man, wenn man n oder sagen wir mal k Heuristiken hat, irgendwie 2 hoch k Algorithmenkonfigurationen ausprobieren, ne? Und gucken, welche Konfiguration ist irgendwie die beste. Das ist natürlich nicht möglich, weil das viel zu aufwendig wäre. Folglich muss man, wenn man ganz viele Verbesserungsheuristiken hat, sich halt sorgfältig überlegen, wie man die kombiniert. Das ist vielleicht auch eine Lehre hier, wo man hier ein bisschen so Beispiele dafür sieht. Gut, bei dieser CG1-Instanz, das sind wieder die gleichen Eingabegrößen. Die Laufzeiten sind auch so ähnlich. Ich habe allerdings bei Global Relabel jetzt nicht diese radikale Verbesserung, die ich bei den Random Graphs gesehen habe. Das zeigt, dass diese CG1, also CG steht jetzt einfach für Tscherkassky-Goldberg. Ja? Und jetzt müsste man in das Paper gucken, um zu sehen, was die genau machen. Das heißt, denen ist es offenbar gelungen, eine Instanzfamilie hier zu bauen, die schwieriger ist als diese Random Graphs. Und das wird eigentlich erst richtig sichtbar, wenn man einen guten Algorithmus hat, wie dieses Global Relabel. Also hier ist es offenbar so, dass das Global Relabel nicht so effektiv ist wie bei Random Graphs, um den Fluss mehr oder weniger sofort zum Ziel zu holen. Und man sieht dann auch, dass man ganz viele Relabel-Operationen braucht, Global Relabel-Operationen auch, die dann immer wieder das Maß anpassen. Ansonsten sieht man hier nicht so viel Neues. Also wieder ist Highest Level eigentlich schlechter, obwohl wir da ja bessere theoretische Schranken gezeigt haben. Aber das ist kein Widerspruch, weil die theoretischen Schranken, die wir gezeigt haben, sozusagen jenseits von Gut und Böse sind. Ja? Für diese Instanzfamilien, alle 4, die hier getestet wurden, ist die praktische Komplexität von allen Varianten sogar viel besser als die Worst-Case-Schranken, die wir gezeigt haben. Das heißt, dass die Worst-Case-Schranken jetzt für diese relativ einfachen Instanzen keine
keine wirkliche Information liefern. Das ist schon sehr spannend. Das geht, soweit ich weiß, sogar so weit, dass es für zumindest, ich sag mal, die besseren dieser Varianten, sagen wir mal FIFO mit Global Relabeling oder Highest Label with Global Relabeling, ist es jetzt seit mehreren Jahrzehnten immer noch ein offenes Problem, was überhaupt die echte Worst-Case-Schranke ist. Wir haben also nur diese relativ losen Schranken, die ich hierher geleitet habe. Aber bisher hat niemand Instanzfamilien angeben können, bei denen die Komplexität tatsächlich so schlecht ist. Also vielleicht ist es so, dass man nur hergehen muss und die Analyse verbessern, um zu zeigen, dass die Laufzeit sowas ist, ich glaube, Theta N mal M oder sowas, solche Instanzen kann man noch produzieren. Aber schlechtere sind nicht bekannt, soviel ich weiß. Ja. Also wir haben hier Worst-Case-Schranken, die nicht besonders brauchbar sind in gewisser Weise. Obwohl ich sie jetzt eine halbe Stunde mit dem Beweis belästigt habe. Das ist unangenehm, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das, weil ich den Beweis wirklich sehr elegant finde und der einem Analysetechniken demonstriert, die man halt auch für viele andere Probleme anwenden kann. Okay, dann CG2. Hier ist jetzt mal der Highest-Level-Algorithmus tatsächlich der beste. Ja? Dann mit Global Relabeling und Gap bringt auch ein bisschen was. Ist der 10-mal so schnell wie FIFO und 7-mal so schnell wie dieses Modified FIFO. Und die LEDA-Implementierung davon verbessert das nochmal. Ja. Das bedeutet insbesondere, dass wir eigentlich jetzt keine eindeutige Antwort haben. Bei den meisten Instanzfamilien ist FIFO besser als Highest Level, aber bei der hier ist Highest Level deutlich besser. Das heißt, eigentlich gibt es nicht die Implementierung von Max Slow, die man irgendwie immer verwenden sollte, sondern man muss irgendwie gucken, was die Instanzen sind, die man hat. Tatsächlich ist es so, die wichtigste Anwendung, die ich kenne von Maximum Flow Berechnungen, das sind verschiedene Varianten von Bildverarbeitungsproblemen. Und da gibt es nochmal ganz andere Algorithmen, die dann nochmal Größenordnungen besser sind als die Algorithmen, die ich Ihnen hier vorgeführt habe. Das heißt, man muss tatsächlich, je nachdem, welche Anwendung man hat, seine konkreten Algorithmen anpassen darauf, wie die Instanzen aussehen. Okay. Dann dieses AMO-Dings. Da ist Highest Level wieder deutlich schlechter, außer mit den magischen Verbesserungen von LEDA. Aber ansonsten auch nicht so viel Neues. Jetzt gucken wir uns nochmal diese Skalierung an. Also jetzt haben wir zumindest mal für drei Eingabegrößen, die auch größer sind, nämlich nicht mehr 1000 und 2000, sondern 5000 bis 20.000, die verschiedenen Algorithmen, immer drei Zahlen nebeneinander. Und was man jetzt machen kann, ist so ein Spiel, ich rate Asymptotik. Ja? Ich habe ja gesagt, die Worst-Case-Schranken sind eigentlich nicht genau genug, um die tatsächliche Asymptotik für eine bestimmte Instanzfamilie vorherzusagen. Jetzt Milon und Nea machen das mit drei Eingabeinstanzgrößen. Das ist jetzt auch nicht so die ideale Art, wie man Asymptotik aus Experimenten rausliest, sage ich mal. Aber man kann schon ein paar Dinge sehen. Man kann, wenn man ein bisschen sorgfältiger das macht, mit mehr Eingabegrößen, vielen zufälligen Instanzen aus einer Familie oder sowas, dann schon auch numerisch da irgendwelche Funktionen drauf finden und manchmal sieht man dann was. Das ist dann kein Beweis, aber es hilft einem, Hypothesen zu entwickeln, wie die asymptotische Leistung von Algorithmen ist. Und dann versuchen wir das mal für... Naja, vielleicht fangen wir mal an mit dem FIFO, der ja meistens der beste ist. Können wir denn sehen bei den Instanzen, was die Asymptotik ist? Und dann vielleicht auch mal mit dem ganz einfachen
Ah, nee, der ganz einfache ist hier jetzt leider nicht mal da drauf. Der Global Relabeling ist so das Simpelste, was ich da habe. Aber vielleicht sehen wir ja was. Genau, also hier FIFO Global Relabel. Ja? Bei den Random 0,16, 0,41, 1,16. Also wir haben jeweils eine Verdoppelung der Eingabegröße und ein bisschen mehr als eine Verdoppelung der Laufzeit. Also es ist irgendwie sicherlich nicht linear, aber auch nicht viel schlechter. Das ist so das, was man hier das Gefühl kriegt für diese Random-Instanzen. Bei Highest Level ist das irgendwie so ähnlich. Bei CG1 haben wir hier, genau, hier haben wir jetzt bei CG1 plötzlich von 3,6 auf 16,06. Das ist mehr als eine Vervierfachung. Und 16 mal 4 ist auch deutlich weniger als 69. Also hier haben wir mehr als eine Vervierfachung bei einer Verdoppelung der Eingabegröße. Also das scheint mindestens quadratisch zu gehen hier, die Laufzeit. FIFO, wenn wir Highest Label uns anschauen, dann haben wir hier auch ja nicht ganz eine Vervierfachung. Und hier brachte ja Gap eine ganze Menge, aber asymptotisch sehen wir, dass da auch nicht viel passiert, ne? Also das ist auch annähernd Vervierfachung. Also hier haben wir schon irgendwie ein quadratisches Verhalten. Selbst bei dem Leder-Ding habe ich mindestens eine Vervierfachung. Bei CG1 ist das auch irgendwie, bei CG2 ist das auch irgendwie quadratisch. Für FIFO, ja, mindestens Vervierfachung. Aber wenn ich jetzt Highest Level nehme, dann habe ich plötzlich ungefähr eine Verdoppelung in jeder Stufe. Also scheinbar bei der Familie CG2 mit der Highest Level Heuristik habe ich tatsächlich sowas wie eine annähernd lineare Laufzeit, während die anderen Verfahren quadratisch sind, und damit habe ich natürlich bei großen Eingaben gewaltige Verbesserungen. Hier zum Beispiel bei den größten Eingaben mit CG2 habe ich mehr als einen Faktor 100 in der Laufzeit gegenüber FIFO. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Und bei dieser AMO-Instanz habe ich jetzt keine so großen Änderungen. Das ist allerdings scheinbar auch wieder sowas, wo ich in jeder Stufe ungefähr eine Verdopplung habe. Also diese AMO-Instanzen sind auch relativ leicht. Ich habe annähernd lineare Laufzeit. Ja? Das muss man sich nochmal reintun. Also wir haben hier die Rand- und die AMO-Instanzen haben jeweils mehr oder weniger in der Nähe von linearer Laufzeit, während die Worst-Case-Garantien, die ich habe, insbesondere für FIFO, sind kubisch. Ja? Also ich bin wirklich ganz weit weg von dem tatsächlichen Verhalten des Algorithmus. Und das ist vielleicht auch, denke ich, wäre spannend, sich dann neue Analysetechniken auszudenken. Wie kann ich denn zeigen, dass diese Algorithmen eigentlich viel besser sind als die bisherigen Schranken oder zumindest für wichtige Familien von Instanzen. Da gibt es, glaube ich, noch wichtige Sachen in der Theorie, die dann auch die Lücke zwischen Theorie und Praxis wieder verringern können. So, noch Fragen zu den Messungen? Damit können wir jetzt tatsächlich unser Kapitel für Maximum Flows auch abschließen. Ich möchte jetzt nochmal die wichtigsten Messages zusammenfassen, die ich versucht habe rüberzubringen. Zunächst mal als Problemstellung ist es irgendwie ein natürlicher Schritt innerhalb unserer Vorlesung, dass wir sagen, wir machen erst Pfade, zum Beispiel kürzeste Pfade oder starke Zusammenhangskomponenten, und gucken uns jetzt ein Problem an, bei dem man viele Pfade auf einmal braucht, die dann eben insgesamt einen Fluss darstellen. Es gibt sehr viele Anwendungen. In gewisser Weise sind ja Flüsse und Matchings und verschiedene Varianten davon gibt es auch noch, sind so sowas wie die schwierigsten und allgemeinsten Graphprobleme, die ich kenne zumindest, die sich mit kombinatorischen Algorithmen in Polynomialzeit lösen lassen. Das ist jetzt eine Aussage, die ist subtiler, als sie vielleicht auf den ersten Moment klingt. Es ist so, dass sie die ganzen Sachen hier als lineare Programme formuliert kriegen.
Das hatte ich am Anfang auch mal gezeigt. Sie können zum Beispiel Maximum Flows als ein lineares Programm formulieren. Und da gibt es schon lange Polynomialzeitalgorithmen. Und Sie können mit linearen Programmen irgendwie, sind Sie auch noch viel flexibler. Also Sie können ganz viele andere Dinge mit linearen Programmen auch noch tun. Und die können Sie alle in Polynomialzeit lösen. Aber spannenderweise sind das keine kombinatorischen Algorithmen, sondern ich sag mal grob numerische Algorithmen. Also Sie rechnen da irgendwie mit Fließkommazahlen rum und am Ende konvergiert das irgendwie asymptotisch gegen eine optimale Lösung. Und dann kann man auch zeigen, nach polynomiell vielen Schritten kann ich das irgendwie so runden, dass ich dann dieses ursprüngliche diskrete Problem wieder gelöst habe. Ja? Weil wir haben ja hier bei maximalen Flüssen, wenn alle Kantenkapazitäten ganzzahlig sind, ist es klar, dass die Lösung, die ich am Ende haben will, auch wieder ganzzahlig zumindest sein kann. Das kann man beweisen. Aber Sie müssen dann sozusagen, wenn Sie das mit Hilfe von linearer Programmierung lösen und dabei Algorithmen einsetzen wollen, die garantiert polynomielle Laufzeit haben, müssen Sie sozusagen sehr numerisch rechnen. So iterative, numerische Lösungen und die am Ende dann runden. Und das ist sowohl aus theoretischer Sicht als auch aus praktischer Sicht nicht ganz so befriedigend. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass ganz oft, wenn man einen kombinatorischen Algorithmus hat, der dann sowohl schneller ist als auch stabiler. Also der hat eben dann keine Probleme mit Rundungsfehlern und solchen Geschichten. Aber je nachdem, wer jetzt hier im Hörsaal stände, könnte das auch wieder zu Kriegen zwischen den Kollegen führen. Also es gibt dann natürlich welche, die finden die numerischen Sachen ganz toll. Ich will mich da nicht so einmischen, aber ich wollte darauf hinweisen, dass wir hier sozusagen an so einer Stelle sind, wo der Übergang zwischen leichten und schwierigen Problemen, aber auch die Grenze zwischen was ist ein kombinatorisch zu lösendes Problem und was ist ein numerisch zu lösendes Problem, irgendwie ein wissenschaftlich ganz spannendes ist. Ja? Gut. Ich habe Ihnen hier anhand von maximalen Flüssen Beispiele für nicht-triviale Algorithmen-Analysetechniken gegeben, insbesondere die Potentialmethode. Ich habe Ihnen aber auch ein nicht-triviales Beispiel für Algorithm Engineering gegeben, wo man sieht, dass der praktische und der Worst Case weit auseinander sind und wo Heuristiken, über die man theoretisch wenig zeigen kann, sowie Eingabeeigenschaften und Details des Algorithmus ganz wichtig sind und um mehrere Größenordnungen die Laufzeit von Algorithmen beeinflussen kann. Wir haben außerdem wieder Datenstrukturen gesehen, eine Variante von Bucket Queues, Details von Graphrepräsentationen, die wir auch noch nicht gesehen hatte und bisschen drüber hinweggegangen bin ich über eine fortgeschrittene Datenstruktur Dynamic Trees. Das war die, bei der man nicht-triviale Operationen über Pfade der Länge n in logarithmischer Zeit machen kann. Insbesondere konnte man damit dann Flussaugmentierungen machen. Ich hatte Ihnen also dann Schranken für Dienitz-Algorithmus gegeben, die irgendwie sowas wie n mal m log n waren. Was ich nicht gezeigt habe, ist, dass man diese Datenstruktur auch in Varianten von Preflow-Push-Algorithmen einsetzen kann. Und dann auch wieder entsprechende Verbesserungen der Worst-Case-Laufzeiten kriegt, die aber auch wieder so sind, dass sie in der Praxis sich nicht wirklich auswirken, beziehungsweise bei diesen Dynamic Trees ist es dann in der Praxis oft sogar so, dass sie dann die Laufzeiten eher verschlechtern als verbessern. So. Fragen zu Flows und Matchings? Kleine Testfrage, was ich habe die ganze Zeit über Flows geredet, außer ein paar Folien. Weiß noch jemand, was die Matchings waren, was die mit Flows zu tun haben? Also ich hatte zwischendurch gezeigt, wie man, also Matchings sind Mengen von Kanten, die sich nicht berühren dürfen. Und da gibt es auch ganz viele Anwendungen von, und ich habe halt mal gezeigt, wie man in Bipartitengraphen das Maximum Cardinality Matching Problem als maximales Flussproblem formulieren kann. Da gibt es jetzt auch wieder viele Varianten davon mit gewichteten Matchings und nicht nur Bipartitengraphen, aber Varianten von Flussproblemen sind damit jeweils eng verwandt.
Nur so als Erinnerung. So, weitere Fragen zu diesem Kapitel? Dann möchte ich die letzte Viertelstunde nutzen, um einen Start zu machen mit dem Kapitel über randomisierte Algorithmen. Wir kennen die im Prinzip schon aus Algorithmen 1, aber ich möchte noch ein paar zusätzliche Dinge hier bringen, ohne dass wir hier randomisierte Algorithmen wirklich in großem Detail behandeln können. Es gibt da eine eigene Vorlesung für von Thomas Walsh. Ich glaube, die ist auch im Bachelor, aber ich weiß nicht, ob man die auch im Master hören kann. Das ist immer so ein bisschen in unserer kaputten Studienordnung, die aufgrund eines, ich weiß nicht genau, was da kaputt ist, die muss kaputt sein wegen irgendwelcher Gesetze. Jedenfalls ist das eine Vorlesung, die man möglicherweise nur im Bachelor hören kann, obwohl sie im Master genauso nützlich wäre. Und die ist dann in beiden Modulhandbüchern drin, oder wie funktioniert das? Ah, genau, dann ist die im Master und dann geht's, dann kann man sie über Mastervorzug im Bachelor schon hören, genau. Wie viele Leute hier sind denn im Bachelor-Studiengang noch? Das ist eine ganze Reihe. Vielleicht nehme ich das mal als Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass dieser Mastervorzug, beziehungsweise man darf ja im Wahlbereich ohnehin Masterveranstaltungen hören, da sollten Sie darauf achten. Es gibt ganz viele spannende Vorlesungen, die nicht unbedingt schwerer sind als Bachelor-Vorlesungen, die wir beim Master haben, einfach damit die Masterstudenten die hören dürfen. Ja? Und schauen Sie sich die auch an. Gerade wenn Sie sich für Algorithmen interessieren, sind das eigentlich viele von unseren Algorithmen. Auch meine parallele Algorithmenvorlesung zum Beispiel, die überlege ich in den Bachelor zu ziehen, aber ich will auch, dass die Master-Leute die hören können und ja. Gut. Genau, also da gibt es eine eigene Vorlesung dafür. Hier ist eher so ein bisschen Appetizer, wo ich ein paar fortgeschrittene Aspekte davon mal vorführen will. Und dann konkret auch Sachen, die, soweit ich weiß, nicht in der Vorlesung von Thomas Walsh vorkommen. Oder das meiste davon nicht. Wir haben in der Algorithmen 1-Vorlesung mehrere randomisierte Algorithmen gesehen. Zum Beispiel Quicksort oder Hash-Tabellen, Datenstrukturen. Die hatten aber alle eine Eigenschaft, die man auch als Las Vegas-Algorithmus bezeichnet. Es gibt mindestens zwei vom Charakter her sehr unterschiedliche Arten von randomisierten Algorithmen. Die Las Vegas-Algorithmen produzieren immer das korrekte Ergebnis. Also zum Beispiel Hash-Tabellen. Wenn man da eine Suchoperation macht, kriegt man das Element genau dann, wenn es in der Datenstruktur drin ist, also wenn es jemand mal eingefügt hat. Alles, was man einfügt, bleibt auch drin. Und Quicksort produziert immer eine sortierte Ausgabe. Und das Einzige, was durch den Zufall beeinflusst wird, ist die Laufzeit. Ja? Es gibt aber auch andere Algorithmen. Die nennt man dann Monte-Carlo-Algorithmen. Da kann das Ergebnis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit P inkorrekt sein. Das ist oft sogar in der Basisformulierung eine recht große Wahrscheinlichkeit, also eine Konstante, ein Halb oder so. Aber der Trick ist, wenn man das Ganze dann k-mal wiederholt, sinkt die Fehlerwahrscheinlichkeit auf p hoch k. Und dann kann man eben mit sehr wenig Wiederholungen eine sehr große Verringerung der Fehlerwahrscheinlichkeit herstellen. Und deshalb sind das dann oft nützliche Algorithmen. Ich glaube, insbesondere in der Kryptographie gibt es einige Monte-Carlo-Verfahren, wie zum Beispiel Primzahltests, um die man eigentlich kaum herumkommt, die ganz wichtig sind, um vernünftige Berechnungen zu machen. Und deshalb möchte ich zumindest mal ein Beispiel eines Monte-Carlo-Algorithmus vorführen, das außerdem mir eine Gelegenheit gibt für ein nicht-triviales Beispiel für Program-Checking. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sortieralgorithmus und Sie wollen überprüfen, ob der auch korrekt ist. So, idealerweise würde man gerne eine formale Verifikation des Algorithmus machen und irgendwie Theorem, dieser Algorithmus sortiert. Ja? Leider ist das nicht immer so einfach.
Der Kollege Bernhard Beckert hat da tatsächlich schon Forschungen zu gemacht. Die haben dann zum Beispiel mit formalen Verifikationsmethoden eine Bug in der offiziellen Library-Implementierung des Java-Sortierers gefunden, was irgendwie recht peinlich war. Vor allem, und da war das möglich, weil das war, ist so ein, weiß ich nicht, so 100 Zeilen oder so, kann man, das war eine Variante von Quicksort, die ja leider einen Bug hatte. Jetzt ist es leider so, wir kennen inzwischen durchaus Sortieralgorithmen, die besser sind als Quicksort. Wir haben zum Beispiel gerade vor 2 Jahren erst einen Algorithmus gemacht, der vor allem als paralleler Algorithmus dann auch ein Faktor 3 oder sowas schneller sein kann als Quicksort für große Eingaben und über ein breites Spektrum von Eingaben. Die schlechte Nachricht ist, das sind ein paar tausend Zeilen Code. Wir arbeiten jetzt auch daran, den tatsächlich dann in die Standard-Libraries einzubringen. Aber das Problem ist wirklich, wir haben auch selber noch Bugs gefunden. So Corner Cases, wo der dann falsch läuft. Ne? Man will eigentlich in der Standardbibliothek was haben, was garantiert korrekt ist. Aber man will auch was Schnelles haben. Ne? Und es gibt eben einen Ansatz, wie man sozusagen eine goldene Mittel dazu findet, dass man zumindest überprüfen kann, ob das Ergebnis, das ein Algorithmus berechnet hat, auch korrekt ist. Was man dann zum Beispiel machen kann, ist, dass man dann erstmal den schnellen Algorithmus ausführt, dann überprüft man, ob das Ergebnis korrekt ist und wenn das der Fall ist, ist man fertig und wenn nicht, kann man ja vielleicht sogar nochmal einen langsamen Algorithmus drüber laufen lassen, von dem man eher überzeugt ist, dass der korrekt ist oder sowas. Ne? Aber dafür müsste man im Fall von Sortieren erstmal gucken, wie überprüfe ich eigentlich das Ergebnis eines Sortieralgorithmus. Ja? Ich schätze, wenn ich in einem Jobinterview, also algorithmische Fragen sind ja auch bei Google und großen Firmen beliebte Jobinterview-Fragen. Ne? Ich schätze, wenn ich diese Frage bei einem Jobinterview einem x-beliebigen Informatiker in der Welt stelle, wenn der überhaupt irgendwie versteht, was ich ihm sage, wird er sagen, ja, kann ich machen. Ne? Ich gehe einfach durch das Ergebnis und überprüfe, ob das sortiert ist. Leider, wenn das die einzige Anforderung wäre, kann ich einen ganz schnellen Sortierer angeben. Ich überschreibe einfach alles mit Null. Ja? Oder ich überschreibe die ganze Eingabe mit dem ersten Element. Offenbar brauchen wir irgendwie noch eine andere Eigenschaft als die Sortiertheit. Und die ist leider ein bisschen schwieriger zu checken. Ich will nämlich zeigen, dass die Ausgabe eine Permutation der Eingabe ist. Der beste deterministische Algorithmus, den ich dafür kenne, ist, dass ich ja, beides sortiere und vergleiche. Aber erstens beißt sich die Katze da in den Schwanz und zweitens hätte man gerne ein Verfahren, bei dem das Überprüfen irgendwie schneller geht als das Sortieren selber. Ich weiß nicht, man könnte wahrscheinlich einen Las Vegas-Algorithmus dafür wäre wahrscheinlich, die Elemente in eine Hash-Tabelle zu schieben und dann zu gucken, ob die sozusagen die gleiche Hash-Tabelle erzeugen. Aber dann braucht man ziemlich viel Platz. Also was man gerne auch hätte, wäre, dass dieser Checker wenig zusätzlichen Platz braucht. Und hier ist jetzt ein Algorithmus, der diese ganzen Eigenschaften hat. Was ich mache einfach ist, ich interpretiere meine Permutationen als Polynome. Ja? Und zwar Polynome in einem bezüglich eines Körpers F. Ich sage jetzt erstmal nicht dazu, was das ist, ist auch egal. Der muss halt die Eigenschaften eines Körpers haben. Also es gibt eine Addition, eine Multiplikation, die sind kommutativ, assoziativ. Und ich habe bezüglich Addition und Multiplikation ein inverses Element. Ja. Dann kann ich in diesem algebraischen Struktur kann ich Polynome definieren. Und ich brauche jetzt eine Operation viel, die gegeben den Schlüssel eines Elements, oder eigentlich muss ich das ganze Element nehmen, weil assoziierte Informationen will ich auch nicht kaputt machen. Also bezüglich des Elements selber, das abbildet auf ein Element dieses Körpers. Das sollte irgendeine injektive Funktion sein.
Genau. Und jetzt definiere ich mein ein Polynom Q von Z. Das ist die Differenz zwischen zwei Polynomen. Das eine Polynom ist, naja, das Produkt von Monomialen, also einzelnen Faktoren. Z ist meine Variable. Und davon wird immer abgezogen, naja, im Prinzip mein Element, interpretiert als Feldelement. Ja? Da die Multiplikation in diesem Körper kommutativ ist, kriege ich mathematisch gesehen das gleiche Polynom, egal wie ich meine Elemente permutiere. Das heißt, ich kodiere meine Permutationseigenschaft jetzt in das Kommutativgesetz für den Körper. Ja? So. Und was ich jetzt mache, ist, ich habe ein anderes Polynom, das ist das Produkt für das permutierte Ding. Und dann ist ganz klar, dieses Polynom ist genau dann das Nullpolynom, wenn das eine eine Permutation von dem anderen ist. Ja? Das Blöde ist, ich kann jetzt nicht hergehen und diese Polynome explizit aufstellen. Das wäre auch wieder ein linearer Platz mit relativ hohem Aufwand. Und was ich erst recht nicht tun sollte, ist die Dinger irgendwie ausmultiplizieren und dann die Koeffizienten zu vergleichen oder so. Das wäre auch super teuer. Aber man kann auf solchen algebraischen Objekten oft mit probabilistischen Dingen einiges machen. Und man hat hier, kann hier tatsächlich Eigenschaften, die man aus der Algebra kennt, einsetzen. So, was nämlich bekannt ist aus der Algebra, ist, dass ich habe hier zwei Polynome vom Grad n, die subtrahiere ich voneinander und ich kriege ein Polynom vom Grad höchstens n. Und so ein Polynom hat höchstens n Nullstellen. Das gilt für beliebige Körper. Ja? Was ich jetzt einfach mache, ist, ich werte dieses Polynom an einer zufälligen Stelle aus. Also ich wähle einen zufälligen Wert aus dem Körper und setze ihn hier für z ein und dann werte ich das aus. Das kann ich in linearer Zeit. Das kann ich insbesondere für diesen Term hier vor der Berechnung machen und ich merke mir einfach das Ergebnis. Und nach der Berechnung mache ich es dann halt für diesen Term, subtrahiere die beiden Elemente voneinander und gucke, ob das 0 ist. Ja? Das heißt, das Einzige, was ich habe mit konstantem Platz eigentlich die Repräsentation von der Eingabe mir gemerkt. Insbesondere wenn ich einen Algorithmus habe, der in place sortiert, brauche ich mir nichts anderes speichern als nur diesen Wert da. Ja? Und jetzt ist es so, also ich kann natürlich falsch liegen, dass ich irgendwie einen Wert für z eingesetzt habe, der blöderweise eine Nullstelle von diesem Polynom Q ist. Dann liefert die Evaluation 0, obwohl die Dinger nicht gleich sind. Das eine ist keine Permutation des anderen. Aber es gibt nur n Stellen, wo mir das passieren kann. Und ich habe ja gleichmäßig zufällig ein Element des Körpers gewählt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Nullstelle gewählt habe, ist halt höchstens n durch Größe dieses Körpers. Das heißt, ich habe jetzt eine Fehlschlagswahrscheinlichkeit, die ist n durch Größe des Körpers. Ich müsste dann natürlich gucken, dass ich einen möglichst großen Körper nehme. Und ich kann wieder das Spiel machen, dass ich das mehrfach mache. Also ich merke mir das nicht für eine zufällige Stelle, sondern vielleicht für 10. Muss ich aufpassen, dass ich nicht für zu viele mache, sonst braucht das wieder ziemlich viel Zeit. Aber ich kann sozusagen diese Wahrscheinlichkeit noch beliebig kleiner machen, indem ich das an mehreren Stellen mache. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel für einen Monte-Carlo-Algorithmus. Also was Sie sagen ist, man sollte einen Wert wählen, der nicht bereits eine Nullstelle von einem von den Dingern. Also Sie wollen jetzt eine Methode haben, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, einen Wert zu finden, den Sie ja einsetzen, bei dem Sie wissen, dass Sie keine Nullstelle haben. Da muss ich drüber nachdenken. Ich fürchte, dadurch, dass man da was subtrahiert
Und dadurch, dass ja alle möglichen Fehler auftreten können, können Sie das nicht so mit Sicherheit sagen. Also es gibt schon einen Grund, das probabilistisch zu machen. Aber ich denke mal drüber nach und an der Stelle können wir beim nächsten Mal wieder anfangen. Ohnehin geht es dann beim nächsten Mal nicht mehr um diesen Checker, sondern um Hashtabellen, fortgeschrittene Aspekte von Hashtabellen. Vielen Dank.